Moral hilft uns zu entscheiden, wie wir handeln sollten. Im Unterschied zum reinen Abwägen der eigenen Vorteile beziehen wir eine umfassendere Weltsicht mit ein und lassen uns in unseren Entscheidungen von dieser Sicht leiten. Dadurch führen wir ein Leben, das wir anderen gegenüber rechtfertigen können. Ich bin Paul Bloom. Mein Forschungsgebiet ist Moral. In Zusammenarbeit mit meiner Kollegin und Frau Karen Wynn habe ich die Moral von Babys untersucht. Ich beschäftige mich auch mit älteren Kindern und Erwachsenen. Dabei untersuche ich, wie wir das moralische Verständnis stärken können, wie sich unser moralischer Kreis mit der Entwicklung erweitert und welche Methoden uns helfen, eine fairere, mitfühlendere Gesellschaft zu werden. Momentan konzentrieren wir uns auf das frühe Verständnis unserer sozialen Welt. Wie ist das menschliche Gehirn darauf ausgerichtet, Mitmenschen und ihre Interaktionen zu begreifen? Wann erkennen wir das erste Mal Sinn in etwas? Wann formen wir Urteile über andere Menschen? In einer Studie zeigen wir Babys eine Situation, in der eine Figur Schwierigkeiten hat, etwas zu tun, zum Beispiel eine Box zu öffnen. In der nächsten Szene kommt eine weitere Figur und hilft ihr. In der dritten Szene versucht unsere Figur wieder, die Box zu öffnen, aber eine andere Figur knallt sie zu. Unsere Fragestellung lautet: Ist die Psyche weniger Monate alter Babys schon weit genug entwickelt, um diese Situationen zu bewerten? Welchen magst du? Haben sie eine Vorstellung davon, was nett, freundlich, hilfsbereit oder gemein, unhöflich, nicht hilfsbereit ist? Selbst die jüngsten Babys, die wir getestet haben, besaßen mit ihren 6 Monaten oder weniger eine erstaunliche Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Das zeigt uns, dass einige zentrale Aspekte von Moral angeboren sind. Die Erkenntnis, dass wir schon so früh ein Gespür für Gut und Böse haben, zeigt, wie stark das Urteilsvermögen in Menschen ist. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Es bedeutet, dass Urteile sehr tief sitzen. Es ist uns unmöglich, die soziale Welt neutral zu betrachten. Wir beurteilen Menschen permanent. Darin liegt die Stärke der Spezies Mensch, der Wunsch zu kooperieren. Unsere Fähigkeit, uns um andere Menschen zu sorgen, selbst um Fremde. Aber es gibt auch einen negativen Aspekt, nämlich dass Dinge so tief verankert sind, dass sie Teil unserer Psyche sind. Was bedeutet, dass man sie nicht gut beeinflussen kann. Sie sind gewissermaßen festgeschrieben. Ein Nachteil an diesen frühen Urteilen ist, dass sie eingeschränkt sind. Nehmen wir mal an, Sie interessieren sich für die Entstehung ethnischer und rassistischer Vorurteile, weil Sie diese bekämpfen wollen. Geht man davon aus, dass Kinder bei der Geburt erstmal alle lieben, ohne zu differenzieren, dann ergibt sich daraus eine eindeutige Vorgehensweise, nämlich, dass man Kindern keine Vorurteile beibringen darf. Wenn man sie von schlechten Einflüssen fernhält, werden sie keine Vorurteile entwickeln. Wenn Sie aber, wie ich, glauben, dass Kinder von Natur aus voreingenommen sind und die Tendenz haben, die Welt in die Gruppen der ihren und der anderen aufzuteilen, dann braucht man eine andere Strategie. Dann sucht man einen Weg, ihrer natürlichen Voreingenommenheit entgegenzuwirken, sie zu umschiffen. Ich möchte dich was fragen. Wenn du nur einen Knopf drücken könntest, welchen würdest du drücken? Den oder den? Warum warst du gemein zu der netten Puppe? Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ich wäre gegen Empathie. Da liegen Sie völlig falsch. Ich bin gegen Empathie als Leitlinie für moralisches Verhalten. Sie hilft uns nicht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Alle halten Empathie für etwas Wunderbares, wovon es gar nicht genug geben kann. Aber Paul zeigt, dass uns emotionale Empathie in die Irre führt. Sie erzielt sonderbare Ergebnisse, nämlich, dass wir mehr für eine Person tun, für die wir Empathie empfinden, als für 10 andere, die wir nicht kennen und die wir nicht sehen und für die wir keine Empathie haben. So he points out that when Natalie Holloway Zeitgleich mit Natalie Holloways Verschwinden töteten Hungersnöte und Genozide Zehntausende von Menschen in Afrika. Dennoch nahm die Natalie Holloway-Geschichte 13 Mal so viel Sendezeit in den Nachrichten ein wie ganz Afrika zusammen. Empathie ist wie ein Scheinwerfer. Aber wie ein Scheinwerfer beleuchtet sie nur das, worauf sie gerichtet ist. Sie ist voreingenommen. Jemand wie ich wird viel eher Empathie für jemanden empfinden, der weiß ist, Amerikaner und Englisch spricht, als für jemanden einer anderen Ethnie, der nicht meine Sprache spricht. Empathie kann nicht rechnen. Wenn sie wie ein Scheinwerfer die eine oder andere Person beleuchtet, vernachlässigt sie, dass die meisten weisen moralischen Entscheidungen etwas mit Zahlen zu tun haben, mit der Anzahl von Menschen. Unser Kopf weiß, dass 1000 Leben mehr wert sind als eins. Aber unsere Empathie konzentriert sich auf das eine und ignoriert oft das Leiden der 1000. Oft liegt einem gewaltsamen Konflikt die Empathie zugrunde, die Menschen für diejenigen empfinden, die ihnen am nächsten sind und die gelitten haben. Diese Empathie befeuert den Wunsch nach Vergeltung. Ich denke, die Welt wäre ein viel besserer Ort, wenn wir die starken Emotionen herunterfahren könnten und uns fragen, welche Lösung die beste für alle ist. Der Philosoph Peter Singer hat aufgezeigt, dass der anfängliche Kreis von Dingen, die für uns von moralischer Bedeutung sind, sehr klein ist. Freunde und Verwandte. Aber dass dieser Kreis im Laufe der Zeit gewachsen ist und nun auch Menschen aus fernen Ländern und Tiere umfasst. Die Geschichte von der Ausweitung des moralischen Kreises ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit. Wir oder unsere Vorfahren leben seit Hunderttausenden oder sogar Millionen von Jahren in sozialen Gruppen. Wir haben Verhaltensweisen im Umgang miteinander entwickelt, die nun angeboren sind. Aber ich glaube nicht, dass sie uns notwendigerweise die richtigen moralischen Antworten geben. Sie sind eine Grundlage für Reflexion. Manchmal erlaubt uns die Vernunft, moralische Reaktionen zu hinterfragen, und wir erkennen, sie mögen unter den Lebensumständen vor Hunderttausenden von Jahren funktioniert haben. Aber die Welt hat sich verändert. Daher sind manche unserer angeborenen moralischen Reaktionen nicht unbedingt die besten. Wenn es uns gelingt, die Natur unserer Moral zu verstehen, ihre Stärken und Schwächen und wie sie sich entwickelt, dann können wir bessere Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit und Anteilnahme in der Welt entwickeln.